Guten Tag, ich heiße Leslie Henny und das sind Top News von der Woche auf ctoday.ch. Digital Switzerland baut sein Angebot an Weiterbildungen aus. Neu hilft der Verband auch Leuten mit geringen Skills dabei, digital in Form zu kommen. Außerdem, Bechtle macht Schluss mit der Marke ARP. In der Dachregion und in Frankreich schließt Bechtle Group ARP und Bechtle Direct zusammen. Ab 2022 treten sie nur noch unter dem Namen Bechtle Direct auf. Und Digitec feiert seinen 20. Geburtstag. Der Online-Händler ist im Mai 2001 gestartet und hat sich zu einem der grössten Shops in der Schweiz entwickelt. Diese und viele weitere spannende News finden Sie auf ctoday.ch. Wenn Sie täglich möchten wissen, was in der Schweizer CE-Branche läuft, dann melden Sie sich gratis für unseren Newsletter auf ctoday.ch/newsletter an. Ich wünsche ein ganz schönes Wochenende und viel Vergnügen beim Lesen.